Herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Die Siedler 4 bei der Monster-Armee-Ausbildungsproduktion. Ich weiß es nicht, wie man das nennt, aber hier sind schon die Gegner. Die ich auch schon hier bauen wie blöd. Ich glaube, das wird auch schon ein Turm. Und unser nächster Turm ist fertig, den ich mal befülle. Klatscht gerade alles zu mit Türmen, weil wenn der angreift, habe ich echt ein Problem. Vor allem diese Gegend darf er nicht bekommen. Wenn der dahinter schießt, ehrlich, fresse ich einen Besen. Soll ich das auch so machen? Hey. Eigentlich greift er keine Bauarbeiter an, also das dürfte... Das wäre jetzt mir eigentlich relativ wichtig, der eine da. Das wäre mega, weil wenn er hier angreift, ist er voller Marsch. Das ist fertig, schickt mal welche rein. Bewegt sich da ganz gefährlich und ganz ekelhaft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schon wieder einen. Gut. Ich habe relativ viele gute Soldaten in die Türme geschickt. Die tue ich aber, wenn ich angreife, kann ich sie ja wieder rausholen. Mir geht es jetzt nur, falls er angreift, sind die dann ein bisschen geschützter. Da oben habe ich auch noch gute Soldaten. Also vielleicht, wenn da angreifen, das. Eigentlich kann ich die rausholen, weil so weit kommt er eh nicht. Genau. Wenn er eh so weit ist, ist es eh vorbei, also. Wenn da hinten ist, das ist das Spiel verloren. Da ist wichtig, damit er da nichts angreift, hier in diesem Bereich. Sobald er das geschafft hat, sind wir voll am Arsch. Am Arsch! Bin mal gespannt, ob meine Soldaten dann hier hinterschießen. Ein paar Soldaten habe ich schon. Gut, 12, 27 normale Einheiten. Oh, zu wenig doch erst. Oh. Profil mehr. Viel, viel mehr. Das gibt's doch nicht, dass das so langsam hergestellt wird. Dieses Gold, das macht mich wahnsinnig. Das Gold, das macht mich wahnsinnig. Bauen die den nicht fertig? Was ist mit euch? Oh. Nein, 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 nein. 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 Was? Bleibt mal schön da. Habe ich keine normalen Bogenschützen mehr, oder was? Kann es nicht sein, dass ultra starke Bogenschützen überall einige. Dahinter gehen. Dahinter gehen. Dahinter gehen.
Dahinter gehen. Dahinter gehen. Ich glaube, zwei von denen brauche ich, ne? Hä, wieso habe ich dann Level 2er? Ich glaube, die fülle ich mal mit schwachen Soldaten aus, weil... Kann es ja nicht sein, dass ich immer meine guten wegschicke. Ich glaube, noch einen normalen Soldaten, glaube ich, brauche ich. Genau. So. Ja, genau. Das war mir jetzt wichtig. So, jetzt der ist voll. Der da hinten ist eigentlich mittlerweile wurscht. Ich verstehe nicht, warum die den nicht fertig bauen, ehrlich. Aber na. Gut, 4, 2, 1. Auch Prioritäten setzen. Ich dachte gern, dass der da hergestellt wird mal. Ja, wobei, ist eigentlich wurscht, das glaube ich. Ja, gut. Da könnte ich mal kurz 0 machen und dann die da. Ich dachte gern mehr Hauptmänner haben. Ich mache mal kurz so, damit mehr Hauptmänner kommen. Mal was Stärkeres. Oh, jetzt haben sie da das Holz hingebracht. Einen zumindest. Hä? Lol. Okay. Krass. Das ist Level 1. Level 3. Nein. Raus mit dir. Ehrlich. Geh da hin. Steine mehr. Ach du Scheiße. Dann haben wir voll verkackt, wenn ich keine Steine mehr habe. Ich könnte eine Steinmine. Stimmt. Wo ist mein Geologe eigentlich? Hab ich überhaupt noch einen Geologen? Geologe? Wo bist du? Den finde ich niemals. Da. Das ist Tatsache. Geh mal dahinter. Vielleicht kann ich da noch eine Steinmine hinklatschen. Ich verstehe das nicht. Wann habe ich Level 2 hergestellt? Kohle, ja. Du bleibst da. Okay, ich glaube, er greift gerade an. Jupp.
Er geht wieder. Das sind doch vielleicht doch nur Patrouillen. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Nein! Aufhören! Abbruch! Den da wollte ich. Befüllen. Geh doch mal weg. Ehrlich. Level 1. Dermaßen damaged. Krass. Brauche ich eigentlich noch einen Bogenschützen-Level? Oh, geil. Geil. 6 Hauptmänner. 6 normale Bogenschützen. Sie werden angegriffen. Ah, okay, da wurde ich angegriffen. Oh, da ist noch ein normaler Bogenschütze, der kommt hierher. Du nicht. Nein, 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 nein. Oh, ist das complicated. Ohne Witz. Kannst du nicht einfach einen Soldaten, der soll da reingehen? Kann ich auch wieder rausgehen? Dankeschön. Genau so soll es sein. Oh, schnell hoch, 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 hoch. Ignoriere die einfach. Ignoriere die einfach. Boah, jetzt dachte ich schon, dass die dann automatisch, weil die fangen ja automatisch an zu schießen. Ich hatte gerade so Panik. Hallo, da ist doch einer. Geh da jetzt rein. Ey, das ist nicht dein Ernst. Ah, doch, kann man einzeln draufklicken. Okay, das wusste ich nicht.
Haben wir eigentlich jetzt Steine oder so gefunden? Natürlich nicht, nur noch mehr Kohle. Ich bin so am Arsch. Ohne Steine geht gar nicht. Ja gut, ich baue eh nichts mehr, also eigentlich macht das nichts. Sorry, ich finde das gerade voll geil. Weil ich glaube, ich bin echt stark. Also es. Die Leute habe ich auch noch genug, die nichts tun. 71. Also da kann ich noch Kleinscheiß dann herbringen. Ja, ich weiß, aber es ist nicht so schlimm, nicht so tragisch. Habe ich da noch ein paar Bogenschützen? Sind die da? Ja. Was ist der da? Nö, was ist der da? Nein? Der? Nein? Kannst du mal ein bisschen hier vorkommen, weil ich sehe schon gar nichts mehr. Lauter Bäumen sehe ich schon gar nichts mehr. Geh mal da hin. Da ist einer. Der kann noch da runter gehen. Da haben wir noch einen. Der kann da auch runter gehen. Zack drin und zack drin. Ja, genau, so will ich das. Ich überlege gerade, ob ich noch ein paar Sunnies herstelle. Weil die sind auch nicht schlecht. Wenn du auch Sunnies noch dabei hast, die Starken, die sowieso lange überleben, immer wieder heilen, bist du eigentlich. Holy moly, aber die hatte echt eine fette Armee vorhin. Also ich mag gar nicht wissen, wie groß die jetzt ist. Ein fetten noch und dann machen wir ein paar Level 2, würde ich sagen. Oder Level 3er? Ne, aber die brauchen auch nur 2 Goldbahnen. Da können wir noch ein paar von den 2ern machen. Vielleicht ein 3er noch für einen Heiler, Sunny. Ja gut, obwohl die ist so relativ. Nee, komm. Die fand ich immer kacke, muss ich ehrlich sagen. Zack, jawoll. Und jetzt machen wir ein paar Level 2 und vor allem Bogenschützen brauche ich jetzt ein paar. Ich fast alle meine Bogenschützen rausgehauen habe. Wenn der angreift, mache ich ganz viel Kleinscheiß. Nee, er patrouilliert nur da hin und her. Oder greift er an? Nee. Nee, noch greift er nicht an. Sie werden angegriffen. Wo? Oh, ich werde angegriffen. Jawohl, ein vernichtet. Yes. Siehst du richtig die Rangordnung? Der Kleine hat so einen halben, der Ganze so einen vollen und die Einser-Level gar nichts. Aber die Kleinen sind in Mengen auch stark. Also wenn du da 5 solche Bogenschützen hast, die rasieren auch ganz schön was weg. Kommt eigentlich noch hinterher? Ich kann's vergessen zu sagen, dass der noch was herstellen soll. Dauerhaft. Ich gebe gerne Mengen an, weil wenn du unendlich machst, dann macht er immer nur von einem was. Immer so ein bisschen. Ich bin mir da so, die Prozentzahl, ob das so hinhaut, das weiß ich nicht.
Ah, ja, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich weiß, ich bin so einer, der wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich jetzt schon gewinnen mit den ganzen Starken. Habe ich fast keine Zweifel mehr dran, aber ich brauche noch mehr. Ich mag so übermächtig sein, zu 102.000, keine Ahnung, Prozent sicher sein, dass ich gewinne. Jetzt bin ich sicher, sagen wir mal zu 80%, aber ich weiß nicht, das ist, ich mag wirklich zu 1000% sicher sein. Es ist mir einfach sau wichtig. Ich trinke mal einen Schluck, wenn es genehm ist. Geil, so eine mächtige Armee zu haben. Da muss ich über den ganzen Bildschirm schauen. So muss das aussehen, Leute. Das ist mir fast ein bisschen zu wenig eigentlich, aber das ist schön. Das hätte ich gern mehr, aber jetzt stocken wir da erstmal ein bisschen auf. Aber die sind ja auch schon stark. Die gewinnen dann gegen so Futzel-Dinger da wie die Bogenschützen, obwohl ich glaube, ich weiß nicht, ob das welche Level das sind. Sind das alles Level 2, ja, weil die so ein Fähnchen haben? Ich weiß gar nicht. Ja, prinzipiell habe ich ja da auch überall Soldaten. Da sind noch gute drin, da sind noch gute drin. Da sind Level 1er drin, da hinten. Die kann ich alle rausholen. Also so ist nicht. Das ist, glaube ich, auch voll. Nee, das ist sogar nicht voll. Das habe ich ja schon entleert. Aber ich habe noch so viele. 77, die nichts tun, also. Kriege ich noch hin. Also verteidigen könnte ich mich jetzt auch mit den ganzen Türmen. Ich glaube, da braucht er nicht mehr angreifen. Fühle ich mich mittlerweile ganz sicher. Ich beobachte das ein bisschen, was der da so tut. Ja, das ist eigentlich nur noch Waffenproduktion, also wer vorspulen will, los geht's. Oh geil, fühlt sich so geil und so mächtig zu sein. Soldaten lieber mal hier hoch. Weil wenn er hier angreift und hier langläuft, geht es glaube ich schneller, wie wenn er hier langläuft. Weil hier habe ich ganz viele Türme. Da hat er keine Chance. Ich könnte Steine oder hey, was ist denn das? Aber ich könnte Steine oder Ich könnte eventuell. Ein Geologe hat ja nichts gefunden. Der könnte hier nochmal gucken. Vielleicht habe ich hier eine Steinmine. Genau, speichern ist mal eine gute Idee, aber in Con 1 jetzt. So. Dann sehen wir mal, was neu dazukommt, weil das sehen wir irgendwie nie. Spiel gespeichert. Ich hätte nicht, muss ich ehrlich sagen, als ich einen Spielstand, also als ich vorhin einmal verloren hatte und ich einen Spielstand laden musste und dann vor allem als ich dann noch den Spielstand überschrieben habe und ganz weit vorne laden musste, habe ich schon gedacht, nee, da habe ich schon am Anfang anscheinend irgendeinen Fehler gemacht, wenn mich jetzt schon angreift, wenn ich jetzt so, wenn er so mächtig ist, dann kann ich das nicht mehr nachholen. Aber ich glaube, dadurch, dass ich jetzt nochmal Holz und Stein, alles nochmal die Produktion schneller gemacht habe, konnte ich dann viel schneller alles bauen. Das habe ich am Schluss dann gemerkt. Da ging alles hoch, hoch, hoch. Rasant. Oh, was baut denn der jetzt?
Vielleicht soll ich doch mal angreifen, wenn er so eine Verteidigung hinbaut. Ich mag nur die Rüstungen loskriegen. Boah, der hat noch einen Turm dann. Ne. Aber der tut wenigstens keine Bogenschützen drauf. Schon wieder Kohle bloß. Oh, Stein wäre schon geil. Aber wozu auch, ne? Da könnte man noch Waffen. Ja gut, Waffen eigentlich nicht. Ja doch. Hauen wir da mal Waffen hin. Gold wäre geil, wenn er da nochmal Gold finden würde. Ich glaube, der baut echt noch einen Turm hin. Oder einen Stein, wenn es aber. Ich glaube eher einen Turm. Ich glaube eher einen Turm. Kohle. Ach so. Kohle ist auch schon ganz schön knapp. Hoho. Vielleicht brauche ich da nochmal eine Kohlemine, ha? Gold. Wo? Ne. Bitte finden nochmal Gold. Komm schon. Ich glaube, das muss ich verschieben. Gold. So. Und eine Kohlenmine daneben. So. Ja, dachte ich mir. Ja, doch ein Turm. Also hier angreifen, das wird schon... Das wird arg. Das wird wirklich arg. Aber machbar. Denke ich. Aber... Doch nächste Folge anscheinend, weil ich konnte nicht aufhören, mit den Leuten herzustellen. Ach, Kacke, es tut mir so leid. Das zieht sich gerade ein bisschen so, aber ich mag irgendwie so übermächtig sein wie er. Viel, viel mächtiger. Aber ich verspreche, in der nächsten Folge greifen wir an. Wir greifen an. Nächste Folge ist es soweit. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.